they never a bust. Let's go eye for eye, look at extra flesh. Let's go, 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 Damit Graffiti die Chance hat, sich von einer anderen Seite zu präsentieren, hat das Kulturreferat der Stadt München David Kammerer eingestellt. Als Urgestein der Szene kennt er sich aus. Verantwortlich bin ich für... Was bin ich verantwortlich? Gar nichts für mich selber. Quatsch. Meine Verantwortung ist die... Koordination und das Zusammenbringen sozusagen von der Stadtverwaltung und von der Graffiti-Szene. Wir wollen natürlich dahingehend kommen, dass es nicht nur Stadtdekoration ist, dass die Leute sagen, oh, hübsche Alpenlandschaft wieder dahin gemalt, Liftelmalerei, sondern es geht schon darum, Künstler, die was auszusagen zu haben, zu fördern und denen eine Möglichkeit zu geben. Ich mag auch diese Worte legal, illegal irgendwie gar nicht, sondern das eine ist halt wild und das andere ist halt erlaubt. Zu den erlaubten Flächen zählt unter anderem das Schlachthofgelände an der Poggi-Straße. Seit mehr als 20 Jahren wird es von Sprühern aus aller Welt zum Malen genutzt. Aber wie kam Graffiti eigentlich nach München? Zuerst haben Anfang der 80er Jahre so vereinzelte Jungs an Bahntrassen oder unter so Brücken wie hier gesprüht, erst aus ihren Vierteln. Und dann gab es tatsächlich in der Poggi-Straße einen Treppenaufgang, wo viele irgendwie reingemalt haben. Und da haben die sich dann auch zufällig getroffen. Und dann gab es den Flohmarkt eben an der Dachauer Straße. Und den haben sich ein paar Jungs legalisiert und da haben sich dann die Leute vernetzt und getroffen. Also das hat sich ganz natürlich entwickelt. Und dadurch wurde München zur Aushängestadt der Graffiti-Szene in Deutschland, aber nur in den 80er Jahren. Hier sind wir an der Brudermüllbrücke, die ist seit 1996 legalisiert. Und da kümmert sich die Färberei um die Sprühaktionen, die hier stattfinden. Die Färberei ist eine Hip-Hop-Einrichtung vom Kreis Jugendring München-Stadt. Jedes Jahr bemalen 20 professionelle Sprüher die Brückenpfeiler neu. Fakt ist, dass die Bekämpfung von Graffiti die Stadt mehr kostet als die Bereitstellung von legalen Flächen. Das Illegale wird es immer geben und das ist das eigene Spielchen, das die spielen. Und anders wären wir auch an diese ganzen Möglichkeiten nicht drangekommen. Ich versuche, die Leute mehr zusammenzubringen und eben diesen Battle, der ja für die Entwicklung von Qualität und Quantität super ist, wenn es nachts ist, in eine Kooperation auf der Tagesebene sozusagen umzumünzen. Um der Graffiti-Kultur in der Öffentlichkeit einen neuen Glanz zu geben, sollen mit Hilfe von David Kammerer noch mehr Plätze für Sprüher zur Verfügung gestellt werden. Die Poggi-Straße dient weiterhin als Vorbild.